So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt zu tun? Aufmachen, wie immer. Zu tun haben wir ja nichts. Weil kein Auftrag da, oder? Da hinten steckt was drin. Was steckt denn da drin? Was ist denn das? Was ist denn das? Ah, das war ja der Brutzelkalle. Ha, der Brutzelkalle von gestern hier, ey. Ja, ja, ja. Wo hier noch der neue Riss da, was ist der neue Riss, wo hier der nächste Riss gesichtet wurde. Das Ding muss heute weg natürlich, das muss heute gebraten werden. Bei Frau Bratbäcker machen wir das, wie immer. Einzige Chance, den Rahmen zu retten, aber der ist so am Flexen, den kannst du echt vergessen, ey. Das ist eigentlich tot, das Ding. Aber wenn der dann gebrutzelt ist, na, gucken wir mal, was da drin kann. Ja, ich räume raus und dann sehen wir uns gleich. Jawolle. Quatscht alle volle. Kein Pardon noch. Nicht mal morgen. Einfach alle voll lauern. Aber wir fangen halt los. Was ist los in der Welt? Ah. Erzähl. Boah. Ja. Die hast du aber putzen. Putzi. Okay. Ja, das heißt, der hat schon mal was. Ja, sag ich dir. Ich war vor, was hast du? Zu Hause, Klinik Altenheim, wo sich der Berliner mit Corona infiziert. Senat Bürger müssen Hygienekonzert für private Feiern vorlegen. So. Der feige Raser rannte einfach weg. Polizei verhandelt nach zweiten Auto. Und voll am Cooler. Ja. Ach, ich will mal auch nicht. Hallo, Papa. Hallo. Wo willst du denn? Basteln. Topkartons hier zum Basteln, oder was? Was holst du denn? Ja. Ich will mich da auch nicht hinreden lassen, du hast ja recht. Das ist schwierig, Alter. Ha? Das ist alles sehr schwierig. Na ja, ja. Dann heißt es doch, ja, wisst ihr, ich bin ein Stinker oder irgendwie was. Na ja, ist doch so, ja. Ich finde, die Leute sind sehr naiv, wenn sie denken, dass nur eine Meinung existiert oder eine Meinung berechtigt wird. Genau, ja, ja. Es gibt immer zwei Meinungen mindestens. Ja, 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 richtig. Ja, ja. Der hat gestern, ich habe mir die Debatte mal angehört, ja, gestern Abend. Ja. Was hast du dir angehört? Die Debatte, da kommt schon ein neuer Fernsehen, ja. Ach so. Was der überreist hat, geh mal her, da habt ihr eine andere Meinung, ja, wie du schon sagtest, ja. Ja, ist doch aber okay, lass doch ja. Die Meinung. Meine, der hat ja gesagt, richtig, man kann ja demonstrieren, aber man soll, das kann ja auch friedlich sein, weil ich muss da nicht den Polizisten Stein am Kopf schmeißen. Nee, Demonstration ja. Heißt nicht zwangsläufig Gewalt. Tschüss. Tschüss. Ja, ich muss ja. Oder wie sie den Text haben, Fernsehen haben, auf Video, wie sie die vorne runtergedrückt haben, als Polizist. Die treten den Polizisten in der Eierin oder am Bauch hin, verstehst du? Und die Polizisten wehren sich und treten auf die Erde mit dem nach unten. Dann brauchen wir ja keine Polizei. Es sollte ja nicht so weit kommen, dass dass so was passiert eigentlich. Ja, ja. Ich finde, der Respekt vor der arbeitenden Bevölkerung ist egal wo, hat ganz schön nachgelassen. Ja. Und auch Polizei ist nur am Arbeiten. Ja. Aber wo ist das? Was soll man machen, wa? Der kann es nicht allen recht machen. Moin, was darf sein? Was darf sein? Ich wollte mich bitten, jemand nach dem Rad zu schauen, weil der gestern einen kleinen Unfall hatte und die beiden Laufräder zu erneuern sind und was sonst noch so da ansteht. Meine Güte. Beide Laufräder erneuern. Was hast du denn gehabt? Ein Zusammenstoß mit der Polizei. Zusammenstoß mit dem Auto in der Ecke. Oh, ein lieber Auto. Das gute Auto, wa?
Jo, da hat nichts, aber hier ist er. Also vorne, das ist total verbrochen. Das hier ist. Ja, das ist ja marginal. Ja. Oh ja. Ja, das ist ja nicht der Rettbarkeit. Ja, so ist halt okay. Ja, da hinten war es noch. Mitten in der Leiche, ja, oder? Ja, noch schlimmer, um Gottes Willen. Wo kann ich anpassen? Ja, da lassen zwei neue Laufräder definitiv. Ja. Ja. War nicht meine Wahl. War nicht seine Wahl. Ich muss mal kurz gucken. Muss der das bezahlen wenigstens, oder warst du schuld? Nee, nee, er muss das bezahlen. Okay. Also ich denke, du liegst so bei... mit Nahendynamo bei 250 bis 280 Euro. Alles zusammen, die beiden Laufräder. Die beiden Laufräder. Hast du die Bahn da oben? Ja, was? Tandy? Nee, hab ich nicht gehört. Seit Corona! Seit sie dieses Kabel umgestellt haben. Achso, vor 4 Jahren. Ja, also dann war ich ja zum Fernseher und habe gesagt, nee, komm ich nicht mit, ich brauche keine neuen. Ich hab den neuen damals so, jo, hier kommt ganz schnell. Jetzt haben wir so kurz fürs umgestellt, 15 Jahre später. Und 10 Tage später, eine Woche später, hat der Alex wieder neu umgekommen. Ja, okay. Ganz billig, 300 Euro, 100. 100, dann 100, dann billig. Ja, aber das ist doch nicht billig. Ja, aber du, Bruder, ja. Zu investieren, nur wenn die irgendwann umschalten, finde ich eine Unmöglichkeit. Ja, du, ohne dein Wissen, ja. Aber ich vermisse es nicht. Also, nee. Wollte aber erst mal im Fernsehen dran, wa? Gestern Abend haben wir die gemacht, da ist wieder doch, wir müssen reden, heißt das, ja. Jo, nachdem wir das alles geklärt haben hier, mechanisch, mach jetzt mal. Hängt da jetzt eins? Ne, da hängt keins. Kommt mal mit. Also, was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Handgelötet. Ja, innig. Platterreifen 1. Erzähl grad, was ist denn das? Einfach runtergefallen und hier unten hängen geblieben. Ja, hat so richtig Glück gehabt. Hätte ich auch die ganzen Speichen zerfettern können hier. Meine Güte. Na gut, Schlauchwechsel Nummer 1 ist gleich fertig. Das ist ja nur noch wirklich nichts hier. Schlauchwechsel, Spechselchen. Da haben wir. Guck mal, fertig. Okay, Nummer 1 fertig, Nummer 2. Nummer 2, Hinterrad. Next. Okay, wie auch immer. Also hier zeige ich euch mal einen Diamant. Modell Elan Deluxe
Mit Verkehrsunfall. Nicht mehr zu löten. Beide Laufräder müssen neu. Den Rest checken wir dann nochmal. Scheibe läuft eigentlich recht gerade, müssen wir Gott sei Dank nicht erneuern. Wird umgeschraubt sozusagen. Also Laufräder muss ich ordern. Alter, ist nicht mehr zu löten. Scheibe vorne. Licht läuft, Dynamo. Naja gut, aber nützt ja nicht, kommt eh neu. Boah, Herrgott. Also dann hoffen wir mal, dass hier alles so weit so gut ist. Wir sortieren jetzt erstmal hier die gucken mal hier. Wir hoffen, dass der Rahmen nicht verbogen ist irgendwo oder angebrochen. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Großartig verbogen, ist von den Taschen hier, ist ein bisschen mitgenommen, der Gepäckträger, aber großartig verbogen scheint hier wirklich nicht zu sein. Glück gehabt, also auch das Rad hat Glück gehabt. Ganz wichtig, dem Fahrer ist nichts passiert. Weil das Auto ist gerade angefahren und hat den Fahrer schlicht und ergreifend nicht gesehen. Ist einfach. So, er kam angefahren und dann ist der Wagen losgefahren. In dem Moment, wo der Fahrradfahrer vor dem Wagen war, ist der losgefahren. Einfach bumm, einfach so gegen Klack. Und beide Räder hat Knick. Und das war ja. Klack und Knick muss man nur. Mehr muss man hier wissen. Ja. Das kostet ein bisschen. Der Stemmer hat ein bisschen gelitten hier eventuell. Also könnte sein. Oh, der Gewindegang von der Schraube abgedreht, so in der Form, habe ich das auch noch nie gesehen. Das ist ja fast Kunst, also muss man eigentlich aufheben. Die hebe ich auf, die stelle ich mir hier hin, das ist ein kleiner, das ist ein Kunstobjekt jetzt. Nur hol ich jetzt ein Schräubchen, was er wieder ausfüllt. Ah, hab ich. Ja, da muss man immer darauf achten, dass der Ständer wieder fest ist, also Schraube ersetzt. Der war auch ein bisschen, der hat auch ein bisschen gelitten. Wahrscheinlich auch jetzt beim Unfall. Ne, die Seite, da ist er ja gegen und dann knack rausgerissen. Eine Schraube ersetzt, zwei Laufräder zu ersetzen, Licht funktioniert offensichtlich, also bis dato erstmal alles noch recht human. Fahrer nicht verletzt, weder vom Rad noch vom Auto, ah, Motorhaube mit Beule. Da hat der Radfahrer dann drauf gesessen, also wenn so eine Unfälle passieren, toi toi toi, Glück gehabt. So, jetzt schlachten wir die Räder auseinander. Dazu gehört eben Scheibe ab, weil die Scheiben übernehmen wir dann aufs neue Rad, ist ja klar. Die Decken. Decken und Schläuche natürlich auch.
So, wir brauchen mal für das Center Lock. Das ist jetzt Vorderrad. Jetzt den hinteren. So, jetzt noch mal die Scheibe hinten. Und Center Lock hin. Okay. Hier ran, zack, zack. Jetzt mal die Decke und den Schlauch. So.
Hammer. Okay. Oh, noch ein Kabel. Okay, haben wir. Schön. Halbe der alt, sagt er, ist er dran. Okay, toll sind die drauf nicht hier. So, müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. Brauchbar halt. Machen wir noch diese Speichendinger hier raus. Oh, die hat aber. Ja, die hat aber einen leichten Schlag, war Autounfall. Ja. Was dazu? Ja, wir gehen was ja hören, wie es Lumen geht und ob Lumen jetzt nur deswegen zu Hause ist oder ob sie auch wirklich krank ist. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ich meine ja beides, alles. So. Bei Lungen ist es halt schwierig, ja klar. Naja, die haben darüber jetzt viel diskutiert in der Klasse und gesprochen. Der Junge meinte halt, er hat gerufen, wer mag Lungen alles nicht. Und sie meinte, naja, die haben das dann thematisiert auch in der Klasse, dass Hass auch kein schönes Wort ist und man hasst niemanden. Und die Kinder in ihrem Alter ja sowieso schon mal gar nicht, weil die haben noch gar nichts erlebt. Genau. Ja. Und tatsächlich hat noch ein anderes Kind bestätigt, dass er hassen gesagt hat. Ja. Also nicht nur Mara und nicht nur Lumen, sondern noch ein Kind. Okay. Also er hat es wirklich so gesagt. Ja. Und sie meint, das ist kein No-Go. Das geht nicht. Er möchte sich entschuldigen. Ja, dann soll er das tun. Und dann meinte Rosa, da muss er jetzt natürlich durch, wenn er nicht in der Schule ist. Ne? Das nimmt hier ganz schön mit. Also, So ist das. Man hat das verstanden. Ja. Und es ist gut, wenn man das in dem Alter klärt, weil Hass, mit Hass zu ja, kommen die, in dem Alter. Die Eltern haben auch mit ihm geredet, also die meinten auch, das geht gar nicht. Die Eltern, die haben auch sofort mit ihm gesprochen, dass das nicht in Ordnung ist. Egal, was vorher passiert ist und wie er ausgegrenzt wurde oder sich zurückgesetzt gefühlt hat, aber das geht nicht. Oh, ist die dunkel, die Lampe, was ist denn da los? Blablabla, genau. Mehr ist es ja hier nicht den ganzen Tag. Nur blablabla. Heute diese Ecke hier. Löw eigentlich. Hier ein bisschen sortiert. Ja, perfekt ist es nicht. Hier kann man wieder durchlaufen. Einen kleinen Fitnessbereich wieder hier hinbauen. Die Reifen kommen noch weg. Werden dann alle wieder dahin gehangen. Da. Das muss aufgeräumt werden noch als nächstes. Wenn ein bisschen Zeit ist. Jetzt haben wir aber einen Auftrag. Für heute Nachmittag zumindest. Zwei sogar. Einmal Kettenschloss. Hier Kettenschloss. Kommt dran, die Kette ist komplett durch, der ganze Antrieb ist durch. Und hier Speichen, drei Speichen ersetzen, zentrieren. Macht euch alle. Aber mach ich dann, wenn ich wieder unten bin, also sehen wir uns gleich wieder nach der Pause. Nahtloser Übergang zum nächsten Rad hier.
haben halt so ein Herpes, so Leber. Regnet wieder? Ja. Volles Programm. Hast du schon wieder ein Opfer gehabt, ja? Tränenlager ausgebaut. Alles schick mit dem Ding. Ich weiß nicht, welche Firma unbedingt das ist, aber. Coole Mucke. Naja, was soll das? Gib mein Bestes. Na denn, zeig mal, was du kannst. Ja. Raub das Ding mal zu. Und schön vorsichtig fahren. Ja, jetzt ja, wa? Ja, jetzt schon. Aber jetzt dann auch schon. Ach, du wolltest nicht nach links einlenken. Habe ich aufgepasst irgendwie. Als hätte ich es gewusst. So neuere Räder, wo man auch vorne die Schaltung mit kleinen Bremsen hat, habt ihr kaum, ne? Aber gar nicht. Gar nichts mehr. Okay. Also eins haben wir hinten, aber es ist viel zu klein. Ja. Okay. Ja. Ja. Außer man fährt jeden Tag dann. Aber ich meine, also Bremsbeläge nutzt sich eigentlich nach ein paar Jahren ab. Wenn man es nutzt. Wenn man es nutzt, ja. Aber du siehst ja, die sind ja auch neu. Ja. Ennig. Ja, immer probieren wir halt noch, wa? Ja, das ist auf jeden Fall. Gerne. Ja, die auch. Ja, genau. Hallo! Hi. Was ist das denn? Beide kaputt, ne? Was? Beide? Ja, ich sag dir mal, die Schaltung ist komplett kaputt. Ja. Ich hab eine neue gekauft. Ja. Einfach mal so auf meine Empfehlung hin ein Profetrad gekauft. Vorhin habe ich ihn das bestimmt nicht. Ich habe mir gemeint, wenn es so günstig ist, dann kaufe ich doch. Hat er mir so vorgeschwärmt. Ich glaube, ich entsinne mich dunkel daran. Vor Corona noch. Naja, ist dann schon. Das ist ja schon eine Aussage. Ist er noch vor Corona? Ja, ich kann mich dunkel an die Zeiten vor Corona entsinnen. Bist du vor oder nach Corona geboren? 2020. PC. Past Corona. Ah, nur Coroni. Zack. Zack. Hilfe. Was ist denn das für ein Quark?
Für Quark. Das ist nicht von Quark, Quark. Ich dachte, ich komme mal vorbei, ganz kurz und frage mal, was das kostet. Grob. Tut mir leid, liebe Leute, ich kann nicht alle Fragen gleich und sofort beantworten und zur vollsten Zufriedenheit, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja, das habe ich erkannt. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich werde ein Huhn. Stormy Archer baut jetzt nämlich hier für die SRAM S7 die Boxen. Wie geil ist das? Ein Aufkleber dabei. Pause Paddling, Shift, Resume Paddling. Wie geil! Hey, wie einfach! Gleich aufgeklebt da. Damit die Leute auch Bescheid wissen, wie man schaltet. Wie genial! Die Ausführung sieht mir echt stabil aus. Und was richtig geil ist, man kann die auseinandernehmen. Wo ist denn euer Problem gewesen bei SRAM, dass man die nicht mehr auseinandernehmbar macht? Der Teil. Kostet 40, 50 Euro das Teil hier. Nehmt diese Shift-Box mit ins Programm, bei BBF wenigstens, ey. Damit ich den Leuten ja was anbieten kann. Die Gearbox. Ist das angebaut? Alles nichts. Ich auch, das ist vorbei. Es ist vorbei. Aber ich habe gesehen, das Gehäuse vom Schloss ist aus Stahl, ne? Also nur der Bügel ist granitmäßig. Das andere war. Nein, ist auch nicht aus Granit. Ja, Granitmischung oder was? Nee, das ist auch nicht. Das heißt nur so, weil es so hart ist wie Granit. Das ist nur Name. Ach, das ist der Name. Stahl. Das ist ein extrem gehärteter Stahl. Geschmiedeter Stahl. Genau. Ja, Granit wäre ja geil. Aus dem Hammer drauf platzt das Ding auseinander. Ja. Das ist halt die beste Serie, die Airbus hat. Ja. Du brauchst halt jemanden mit. Eine Flex, ne? Mit am besten Akkuflex eben, ne? Ja. Sowas, weil mit Strom oder so, weiß ich nicht. Ja, aber es tut mir leid. Aber so ist das halt. Ist wie es ist, ne? Sorry. Ja, leider. Ich esse Mittag. Ja. Ich Mittag. Ich esse Mittag. Mittag. Ah. Und? Und? Hat schon noch ein bisschen geflext, da muss ich nochmal da brennen und dann hat es funktioniert.
Hängt den nicht auf? Hier? Nee. Bild, einen Bilderrahmen? Nee. Okay. Guck dir die Nase an, aber echt, das ist aber richtig mal schief. Oh, was hat denn hier Valentin da gemacht? Wurzel. Oh. Ich hab nochmal rüber gewurzelt. Frau Bratbäcker. Bäckerei. Wie das duftet. Was ist denn das? Für Farbe? Das ist meine einzigste Farbe, die ich noch zum Isolieren habe. Zahnpasta? Ja, Zahnpasta. Hey, was ist denn das für Farbe? Das ist Grundierung. Und aber das ist halt scheiße mit dem Öl, dass es da rausgelaufen ist und das ist dann alles vermischt, aber egal. Und wie ist das? Hast du das gehört? Bist du das hier? Das war freie Kettenlinie. War das? Nee, ganz langsam musst du drehen. Dann geht das. Kettenlinie ist das. Ja. Ja, das war das. Und Spiel gekommen? Nö. War nicht locker auf der Seite denn? Hast du abgezogen gehabt? Nee. War nicht locker. Hast du so einen Antritt wie ein Tier oder was? Ich hab doch erst so fest gemacht. Oh, kannst du den rüberziehen? Hau fest. Okay. Okay. Zu straff? Jetzt nee. Aber straff, ne? Nee, ist okay. Bitte um absolute Ruhe im Lied. Ruhe für ein Lied. Hi. Hallo. Oh Mann. Die Lampe ist tot. Na gut. Feierabend. Feierabend im Paradies. Feierabend. At the Paradise. Let the Paradise begin. Das war heute. Die haben ja auch alle keine Ahnung, vor allem wie teuer so ein Fahrrad ist, wa? Die denken so alle 200 Euro, ja. Nee. Na, 100 Euro hier. 1000. Hast du dabei? Wo die hier unten war oder welche? Nee, da warst du noch nicht dabei. Stimmt, da habe ich aber drin gelassen im Blog. Die heißt sogar. Ich meinte, die sind ein bisschen teuer für mein Budget und so. Ja. Und ich meinte so, na, was ist denn mein Budget, was jetzt denn ausgibt? Ja, so 50 Euro. Ich sag, Mann, aber ey, du musst ein Fahrrad da anbieten. Was soll ich für 50 Euro, was soll ich dir denn da anbieten? Nee, ich hab ein Sportfahrrad für 50 Euro. Ach Mann, ich hab auch manchmal welche, aber die wollen die ja nicht. Die wollen, ja, Secondhand ist doch, sagt sie, Secondhand. Ja, Secondhand ist ja nicht leicht. Secondhand ist nicht Arbeit, Alter. Ist nicht umsonst. Ist nicht Arbeit. Den ganzen Schrotthändler machen. Ein Schrotthändler kann 50 Euro machen. Der kann ja, für einen gebrochenen Titanrad 50 Euro verlangen. Gut, ich mach Feierabend. Bis morgen. Die macht auf jeden Fall die Nacht durch, die Kamera. Na, alles. Ein tolles Fahrrad! Alle drin von draußen? Alle drin, ja was? Alle drin, außer ein Waschbecken! Naja, bleibt.